Wenn ich Mafioso wäre, dann würde ich mein Geld in Deutschland waschen. Solche und ähnliche Aussagen werden über das Thema Geldwäsche in Deutschland gefällt. Hier vor allem natürlich auch von internationalen Persönlichkeiten mit Rang und Namen. Es ist durchaus auch in der Vergangenheit schon spannend gewesen, wenn zum Beispiel hier sensible Daten an zum Beispiel Clans weiter durchgestochen worden sind und vor allem natürlich Deutschland als drittgrößte Volkswirtschaft hier, natürlich aktuell noch, als zumindest hier ein Geldwäscheparadies gilt. Wir schauen uns jetzt mal hier diese Informationen an, schauen uns auch einen aktuellen Artikel dazu an und ein bisschen gehen wir auch in die Statistiken rein, wie sich das eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat und woran es überhaupt auch liegen kann, dass Deutschland mehr oder weniger ein Geldwäscheparadies ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, und es ist ja ein Hauptthema, was aktuell auch die Steuerwelt im Großen und Ganzen hier bewegt hat. Das neue Finanzministerium, das sogenannte BBF, beziehungsweise das Bundesamt hier für im Grunde Finanzkriminalität, sollte ja 2024 zum 1.1. Jahr starten. Jetzt ist es auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Aktuell rechnen Experten und Insider damit, dass es frühestens 2026 oder 2027 an den Start gehen könnte. Denn organisatorisch ist das Ganze auf wackelige Beine gestellt. Aber an der Stelle schauen wir uns mal einen aktuellen Artikel an, hier vom Tagesspiegel zum Thema Geldwäscheparadies Deutschland. Ist ein neues Bundesamt die Lösung gegen Finanzkriminalität? Und hier ist zum Beispiel eine Aussage hier, der sizilianische Staatsanwalt und Mafiajäger Robert Scapinato. Wenn ich Mafioso wäre, würde ich in Deutschland investieren. Nach wie vor gilt die Bundesrepublik als Geldwäscheparadies in Deutschland. Es ist natürlich so, hier wird immer gerne natürlich auf bestimmte, vor allem auch aus der Politik heraus, hier auf bestimmte Klientel und Ähnliches verwiesen. Doch durchaus auch Geldwäsche ist natürlich hier ein Thema, dass man sagt, das kann auch allumfassend sein. Hier ist es zumindest so, dass aktuell, wie gesagt, noch die drittgrößte, Volkswirtschaft der Welt hier vor allem ganz einfach Gelder gewaschen werden, wie zum Beispiel für Drogenhandel, für Waffenhandel und natürlich hier andere illegale Geschäfte, zum Beispiel aus der organisierten Kriminalität oder der Finanzkriminalität. Dafür eignen sich hier in dem Zusammenhang in Deutschland besonders gut zum Beispiel Wettbüros, Autowäschen, kennen wir ja aus Breaking Bad, oder die Gastronomie. 30% des gewaschenen Geldes werden laut Transparency International in Immobilien investiert und hier im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass 100 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland gewaschen werden. Sprich, in dem Zusammenhang, diese werden auf irgendwelche Wege hier dann in das im Grunde ja Finanzsystem eingeführt, zum Beispiel durch bargeldintensive Betriebe. Dementsprechend haben ja auch in dem Zusammenhang viele zum Beispiel auch Unternehmen jetzt natürlich ein Problem, wenn sie immer noch sehr bargeldintensiv sind, weil diese bargeldintensiven Betriebe werden auch von den Betriebsprüfungen weiterhin stark geprüft und natürlich auch vom Zoll bzw. auch hier vom neu gegründeten BBF, wenn es dann endlich an den Start geht, aber auch natürlich das BKA ist in bestimmten Bereichen natürlich involviert. Wie gesagt, es geht natürlich hier um klassische Wettbüros, Spielotheken, natürlich auch an der Stelle Dönerbuden sind oftmals hier das Thema, kleinere Pizzerien, die, sage ich mal, dann alle, sage ich mal, 3-4 Monate vielleicht sogar den Pächter wechseln. Dann an der Stelle natürlich auch Gastronomie in allen anderen Bereichen, die sich hier ganz einfach bemerkbar machen. Das ist auch ganz klar hier etwas, was Christian Lindner durchaus natürlich nicht gefällt, denn es ist eine schwache Bilanz und hier soll ja dieses neue Bundesfinanzministerium, also BBF, soll im Großen und Ganzen hier in Standorten Köln und Dresden eingerichtet werden. Es sollen hierfür etwa 85 Millionen allein in diesem Jahr veranschlagt werden und 850 Beschäftigte sollen das Amt bis 2026 haben. Es ist hier, dass hier der klassische Follow-the-Money-Ansatz natürlich durchgeführt werden soll, was auch durchaus aber ein Thema ist, dass BBF soll, wenn es dann endlich mal läuft, im Großen und Ganzen hier sich dann mit dem Thema auch kryptografische Verschlüsselungen, sprich auch hier ganz einfach, Geldwäsche durch Kryptowährungen, Bitcoin und Ähnliches, was ja gerade ein massiver Boost ist, wo man sagt, hier kann man durchaus jetzt auch teilweise legal Money mit der Begründung, ja, es ist ja aus Kryptowährungsgewinne hier, heraus im Großen und Ganzen, waschen.
Jetzt ist es so. Spannend ist ja in dem Zusammenhang auch, dass hier das, wie gesagt, immer wieder verschoben wird. Es wird in manchen Medien immer noch vom 1. April hier, sage ich mal, die Rede. Aber aktuell liegt ja beim Bundesfinanzausschuss das konkrete Datum der Errichtung, ist abhängig von weiteren parlamentarischen Prozessen. Es könnte auch natürlich sein, und das sagen einige Experten auch, es hängt von der Haushaltsentwicklung ab. Denn ganz klar ist auch an der Stelle, hier ist es so, dass man sagen muss, es muss ja auch das Geld da sein, 85 Millionen. Ich meine, das sind laut Cem Özdemir ja bloß ein paar tausend Euro. Aber es ist auch so, dass auch durchaus in den Ämtern hier Kritik vorhanden ist. Und zwar hier hauptsächlich der FIU. Da haben wir schon mal drüber berichtet. Und zwar geht es hier um die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, wie zum Beispiel auch beim Zahlungsdienstleister Wirecard, wo es erhebliche Versäumnisse gab. Und natürlich, es soll auch hier wieder das Thema sein, dass auch der Zoll hier dagegen schießt. Warum? Weil an der Stelle Christian Lindner ja den Zoll hätte jetzt als neue Wachtmeister bzw. als Wachleute bei sich vor der Tür. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, der Zoll, der dann diese BBF als Unterabteilung haben soll, ist im Großen und Ganzen auch der Meinung, naja, wieso machen wir das nicht selbst? Da wurde ja auch eine externe Beratungsfirma hier im Grunde engagiert, um das Ganze zu machen. Und das BBF ist, wie gesagt, nicht ohne, ja, sag ich mal, hier Kritik auch gestartet oder wird und nicht ohne Kritik starten. Denn es ist auch so, es muss viel aufholen, vor allem natürlich hier, sag ich mal, durch die Versäumnisse des FIU. Jetzt ist mal so spannend, also hier haben wir mal einen Überblick über Anzahl der von Finanzbehörden gemeldete Hinweise auf Geldwäsche in Deutschland von 2003 bis 2022. Ganz wichtig, das sind keine Tausende, das sind hier wirklich dann die echten Zahlen, sprich 132 Fälle in 2003 und 653 Fälle in 2022. Das sind offizielle Zahlen aus dem Dezember 2023, aber jetzt kommen wir zu einem Thema, was durchaus krass ist. Warum auch das FIU in Kritik ist, ist hier Anzahl der Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland. Und das ist durchaus ein Thema, wo man ganz klar sagen kann, das ist hier eine richtig krasse Entwicklung. Und zwar während wir hier, wie gesagt, wo waren wir 2003, 6.600 Fälle circa hatten und dann 132 von Finanzbehörden, sind wir jetzt bei 337.186 Verdachtsmeldungen, die eingegangen sind. Woher kommt das? Man muss auch dazu wissen, dass natürlich hier im Jahr 2017, 18, sag ich mal, die verschärften Geldwäscheregelungen eingeführt worden sind, die dann auch natürlich 2020 nochmal verschärft worden sind, mit Blick auf natürlich die Geldwäscheprüfung, die zum Beispiel auch, Geldwäschegesetzprüfungen, die auch Steuerberater, Rechtsanwälte jetzt durchführen müssen und vor allem auch in dem Zusammenhang natürlich noch die KYC-Regelungen, die in diesem Zeitraum massiv verschärft worden sind. Denn das sind im Großen und Ganzen alle Verdachtsmeldungen von Banken. Also sprich Banken, die international unterwegs sind, die dann nach Deutschland melden müssen. Hey, wir haben hier im Grunde deutschen Steuerpflichtigen. Ist das im Großen und Ganzen hier sauber und so weiter und so fort? Wo der Verdacht besteht, dass auch Gelder aus dem Ausland auf deutsche Konten gehen. Zum Beispiel hier ein Standardfall. Oder zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer oder zum Beispiel auch Notare, die das melden müssen. Also hier ist es so, dass man sagt, hier haben wir eine Meldeverpflichtung. Übrigens natürlich auch an der Stelle dieser Sprung nochmal, wie gesagt, 2020, 2021, dadurch, dass da die Mobilisierung auch im internationalen Bereich wieder zugenommen hat. Wie gesagt, diese Regelungen in den letzten Jahren verschärft worden sind. Jetzt ist es relativ spannend, wenn ich mir das angeschaut. Ich habe mir gedacht, wenn man sich sowas anschaut, dann immer auch gleich ein Ranking dazu. Leider hier natürlich auch noch das Thema, welche Länder sind mit dabei. Hier Ranking der Länder mit dem höchsten Geldwäsche-Terrorismusfinanzierung laut Anti-Money-Laundering-Index AML. Und man sieht schon, also an der Stelle, Deutschland ist hier nicht dabei, denn das sind hauptsächlich natürlich Länder, wo man aber sagt, okay, das Geld dort reinzubekommen ist relativ leicht, aber es dann wieder rauszubekommen ist natürlich schwierig, denn wie gesagt, man muss ja von hier aus natürlich, von Kongo, sag ich mal, und anderen, sag ich mal, Ländern, die hier, sag ich mal, auch teilweise Kriegsgebiete sind oder wo natürlich Bürgerkrieg herrscht und ähnliches, muss man natürlich in das normale Money-System rein. Und jetzt ist es auch spannend, Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Geldwäsche zwischen 2011 und 2022, hier ist natürlich auch der Anstieg dann gewesen, weil es hier wegen runterging, auch in Corona weniger Meldungen und dann hier der Anstieg dann auf die 22.614 Fälle. Wichtig ist an der Stelle, dass man sagen muss, diese Meldeverfahren treffen wahrscheinlich langfristig auch immer mehr ganz einfach Themen, denn durchaus auch, sage ich mal, DRC8, DRC7 hier, vor allem auch mit DRC8 auf Kryptowährungen,
wird es dazu führen, dass auch das nochmal nach oben geht. Und vor allem die Finanzbehörden werden ja auch durch irgendwann natürlich die digitalen Möglichkeiten immer schneller in der Prüfung. Was bedeutet, dass auch hier vor allem kleinere Börsen, kleinere Banken, kleinere Unternehmen und hier dies plötzlich melden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hältst du davon? Denkst du, das BBF wird das Problem lösen? Denkst du auch an der Stelle, dass, wie gesagt, Deutschland weiterhin ein Paradies ist für im Grunde ja, Geldwäsche im Bereich Drogen und natürlich sonstigen anderen Bereichen? Lass es uns unten in die Kommentare wissen und ja, schreib uns deine Meinung.